Wir befinden uns jetzt am Stand von Hymer und hier sind zwei Fahrzeuge, da wollen wir einmal reinschauen. Wir haben schon gefragt, wir dürfen einmal ein paar Aufnahmen von innen machen, sollen möglichst keine Schubladen öffnen, das machen wir natürlich auch nicht. Und dann kommt nachher auf jeden Fall ein Mitarbeiter, der uns ein bisschen mehr zu den Fahrzeugen sagen kann. Wir stehen jetzt hier vom Venture S und da hinten ist noch der MLT. Die beiden Fahrzeuge wollen wir uns gleich mal einmal anschauen von innen. Wir gehen jetzt schon mal rein und wir hoffen, dass gleich ein Mitarbeiter kommt, der uns ein bisschen mehr zu den Fahrzeugen erzählen kann. Aber wir machen trotzdem schon mal ein paar Aufnahmen von innen, denn so leer, ja, sieht man das Fahrzeug nicht. Letztes Jahr wurde das hier vorgestellt. Da stand der nämlich da vorne auf der Ecke. Und da war hier eine Riesenschlange, man ist gar nicht an dieses Fahrzeug rangekommen. Und deswegen nutzen wir die Chance jetzt mal und gehen hier mal rein. Was mir direkt auffällt, Thomas, hier ist auch dieses Material, was wir in dem Euromobil schon gesehen haben, was so ein bisschen aussieht wie Filz, was aber kein Filz ist. Also es ist wirklich ein festes Material. Und was, glaube ich, auch ziemlich im Kommen ist oder im Trend ist, das habe ich jetzt bei einem Kastenwagen auch schon gesehen, sind diese Hecksitzgruppen. Ich finde es ja mega cool. Ist natürlich so ein bisschen das Problem, dass man auf vielen Stellplätzen dann falsch rumsteht. Aber wenn man hier mal einmal wirklich so sitzt, sich das anschaut, man hat schon eine Wahnsinnsaussicht. Und man kann das hier auch noch komplett aufklappen. Ist jetzt natürlich zugeklappt und wir klappen das jetzt auch nicht auf. Aber es ist schon Wahnsinn. Also man hat hier wirklich diese schöne Hecksitzgruppe und halt auch die großen Fenster, dass man schön einen Rundumblick hat. Was mir persönlich an diesem Fahrzeug auch sehr gut gefällt, ist die Optik. Das ist mal was ganz anderes. Ich finde, dass dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Filzmaterial, hier sehr schön untergebracht ist. Die Farben passen sehr gut zusammen, auch mit der Küche. Wenn du das mal hier zeigst, das sind so die kleinen Details, die mir natürlich direkt als Deko-Freak so auffallen, sind hier zum Beispiel die Fliesen. Schau dir das mal an. Mit den Gewürzregalen. Ihr habt hier die Halter, die man hier reinstecken kann. Sieht richtig, richtig schick aus. Ja, wir wollen eigentlich ein bisschen neutral sein, aber da fließt natürlich so ein bisschen mein Deko-Herz mit rein, der das direkt sieht und denkt, wow, sieht richtig, richtig schick aus. Ich finde, für die kompakte Größe ist hier sehr viel Platz drin. Ja. Ich frage mich jetzt nur gerade das Bett, dann ist das wahrscheinlich hier hinten, dass das umgebaut wird. Guck nach oben. Wir tauschen mal die Plätze, vielleicht fällt dir dann was auf. Ach, tatsächlich, das ist mir von außen gar nicht aufgefallen. Hier ist noch eine Treppe, es geht noch nach oben. Das ist ja cool. Ach, das schockt ja. Also man hat unten wirklich einen riesen Wohnbereich. Mach mal die Kamera hoch. Nimm mal die Kamera mit hoch und hat hier oben ein Aufstellbett. Auch wieder hier mit einem großen Fenster. Zur anderen Seite auch. Hier ist ein USB-Stecker. Also es ist schon, das ist mir gar nicht aufgefallen, Thomas. Muss ich jetzt aber auch noch einmal hochgucken, jetzt bin ich neugierig geworden. Oh, das Fenster da mit drin hinten, ne? Ja, beide Seiten, ne? Vorne und hinten. Mit dem Ambiente-Streifen da oben, das ist schon ganz interessant. Hat sie die Sprache verschlagen? Ja. Ich will jetzt hier nicht alle Schränke aufmachen, weil die uns darum gebeten haben, das nicht zu machen, das mit dem Mitarbeiter zusammen zu machen. Weil nicht, dass wir das jetzt hier versauen, dass hier nachher keine Leute mehr oder Blogger rein dürfen in das Fahrzeug. Da wollen wir uns natürlich so ein bisschen auch an die Regeln halten, die uns aufgestellt haben. Deswegen können wir erstmal nur einfach so ein bisschen so ein paar Aufnahmen zeigen. Genau. Dann machen wir mal ein paar schöne Aufnahmen und blenden die jetzt erstmal ein. Ja.
Nun haben wir jemanden an der Hand, der uns weiterhelfen kann bei dem Venture S. Ich bin ganz gespannt, vielleicht können Sie sich einmal vorstellen, mit wem wir es hier zu tun haben. Ja, mein Name ist Jens Döring, bin Produktmanager hier bei Hymer und auch verantwortlich für den Venture S, den wir jetzt hier vor uns stehen haben. Sehr gut, also haben wir direkt den richtigen Mann an der Hand. Ich bin ganz gespannt, ich hoffe, dass Sie uns ganz viel hierzu sagen können. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt viel zu erzählen. Natürlich von außen ist natürlich schon an sich eine Erscheinung, das Fahrzeug. Es ist auch ein ganz spezieller Fahrzeugtyp, den wir da kreiert haben, weil im Grunde genommen ist es vom Aufbau her doch ein sehr schmales, kompaktes Fahrzeug mit 2,16 Meter Aufbaubreite. Aber trotzdem einen sehr großen Raum und dann natürlich kombiniert mit dem Aufstelldach ja, eine ganz besondere Form von Grundriss, die wir hier geschaffen haben. Ja. Und das Ganze gepaart eben mit dem Allradsystem und dem ganzen Look, ich sag's mal, nicht mal so ein klassisches weißes Fahrzeug, macht es halt insgesamt dann so besonders. Ja. Und der ist jetzt halt wirklich auch für Offroad gemacht? Ja, der ist auch dafür gedacht, mal abseits der befestigten Straßen mal unterwegs zu sein und sozusagen an alle Orte auch zu kommen, die man möchte. Ja. Und denke ich, auch gelungen. Und ein reines Zwei-Personen-Konzept. Wir haben im Inneren, wenn wir es gleich sehen, einen sehr großen Wohnraum. Natürlich mit einem offenen Heck. Ja. Und oben dann ganz eben der Schlafraum, der sich dann nach oben erweitert. Ja. Das Aufstelldach ist ja was Besonderes. Also das ist ja so ein, wie nennt sich das? Ist es das Luftkissen oder was ist genau, das für eine Besonderheit? Genau, kann man das so nennen. Es ist pneumatisch betrieben, das heißt, wir haben hier Luftkammern. Es ist also rein über pneumatisches System. Wir haben keine zusätzlichen elektrischen Helfer oder Gasdruckdämpfer, die hier zum Einsatz kommen, sondern das ganze Dach ist eben mit 2 Luftkammern ausgestattet, die sich dann aufpumpen und das ganze Gewicht der Dachschale dann auch nach oben bewegen. Mhm. Das bei einer relativ geringen dann Betriebsdruck am Ende auch. Mhm. Ja. Und dann natürlich auch ein spezielles Material. Das würde ich jetzt mal vergleichen, so mit einem Stand-Up-Paddle oder einem Airbag-Material. Mhm. Kann man das vergleichen, sehr robust und durch diese Luftkammern auch enorm steif und fest und natürlich auch eine isolierende Funktion an der Stelle. Also es ist im Winter kann ich damit auch reisen, das ist kein Problem. Genau, das ganzjährig ist eben eine isolierende Funktion, die diese Luftkammern bilden und zusätzlich ist das Ganze auch dann mit dem ganzen Warmluftsystem auch oben verbunden. Das heißt, Ganzjahrescamping ist hier natürlich auch möglich. Ja, und die Besonderheit, die ich noch gesehen habe, das hat eine Hecksitzgruppe und man hat einen wirklich schönen Ausblick, wenn man irgendwo in der Natur steht. Und mit dem Fahrzeug kann man ja wirklich an Orte kommen, wo andere Wohnmobile nicht hinkommen. Genau, und das ist eben das Tolle. Das ist natürlich einer der Highlights, dass wir es ein bisschen geschafft haben, den Raum zu öffnen, das Fahrzeug offen zu gestalten durch diese Heckklappe. Natürlich spielt sich dann noch wesentlich mehr am Zielort dann auch hier am Heck ab und nicht wie bei anderen Fahrzeugen vielleicht auf der Beifahrerseite. Und gibt einfach ein tolles Raumgefühl, dass man morgens direkt so ein Stück weit die Verbindung zur Natur dann auch hat. Ja, man kennt das ja. Also die meisten wollen ja gerne entweder einen Kastenwagen oder einen Teilintegrierten haben. Ja. Und das ist ja ganz oft so, dass die Kastenfahrer schätzen ja an den Kastenwagen, dass sie wirklich hinten die Klappen aufmachen können und dann aus dem Bett rausgucken können. Ja, das ist sozusagen der Hybrid dann so ein Stück weit daraus, dass wir beides haben. Auch ein Stück weit die Hecksitzgruppe, die wir hier haben, ist natürlich da auch was Besonderes in dem Grundriss, dass natürlich mit der Heckklappe hier dann sehr schön zur Geltung kommt. Und ja, auch mit dem Interieurdesign, was wir dort gemacht haben. Wir haben ja 2019 mit der Studie gestartet und ja letztes Jahr das Fahrzeug hier vorgestellt, dann offiziell als Serienmodell. Und ist weiterhin noch ein tolles, frisches Design. Und bei dem Fahrzeug orientieren sich ja auch unsere neuen Modelle jetzt dran und ist, denke ich, auch ein gelungenes, stimmiges Konzept insgesamt. Auf jeden Fall. Also wir sind davon ja schon mal durchgegangen und da muss ich wirklich sagen, dass die Farben wirklich schön abgestimmt sind. Das passt, das ist nicht überladen, es ist dunkel, aber trotzdem irgendwie mit hell kombiniert. Also uns persönlich gefällt das auch sehr gut.
Ja, und es sind auch neue Echt- oder Materialien zum Einsatz gekommen, wenn wir jetzt hier die Heckklappe sehen mit dem Echtbambus oder auch der Tisch, der sich dann eben auch einstellen lässt oder wegklappen lässt, auch mit einer Bambustischplatte. Und das ist was man jeden Tag aufs Neue dann auch gerne in der Hand hat. Ja. Wollen wir mal reingehen? Ja, gerne. Es ist natürlich auch hier die Möglichkeit, man kann von der Seite reingehen, man kann von hinten reingehen. Es gibt also viele, viele Möglichkeiten auch hier. Ja, und als erstes auch das ganze Thema hier mit der Connectivity. Wir haben natürlich unsere Hümer Connect App auch im Einsatz. Das heißt, wir können hier, das ist eine zentrale Bordeinheit, wo wir eben den Status des Fahrzeugs komplett abrufen können, beziehungsweise hier auch die Helligkeit der Lichter auch erhöhen können. Das machen wir einfach mal. Und alles auf einen Blick eben drin haben. Auch zum Beispiel das ganze Thema Dach kann natürlich hier drüber gesteuert werden. Das heißt, es kann ausgefahren und eingefahren werden. Und darüber hinaus zum Beispiel auch Matratzenhärte gerade, das hat man hier gerade kurz gesehen. Den kann man noch mal einstellen. Ja, weil wir haben natürlich neben dieser Luftkammer auch die Matratze in zwei Schichten aufgeteilt. Das ist ein Kaltschaum kombiniert auch mit einer Luftkammer. Und über diese Luftkammer kann man dann eben auch die Härtegrade der zwei Matratzen jeweils nochmal individuell dann einstellen. Ach, spannend. Gibt es das schon immer bei Hümer oder ist das bei diesem Modell auch neu entwickelt worden? Das ist bei diesem Modell entwickelt worden und weil wir sowieso die Pneumatik an Bord haben, haben wir halt versucht, das auch zu kombinieren und dort auch Mehrwert zu schaffen. Das heißt, das ist dann wirklich ein Schlafen wie auf Wolken. Also es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Schlafkomfort dadurch auch. Spannend. Super. Genau. Also kann man auch mal die Seiten tauschen, also wenn der Mann mal links liegt oder rechts, dann kann man mal gucken. Genau. Ja, und man sieht halt, man hat super viel Platz, ist ohne Probleme natürlich auch hier sich schön frei bewegen. Ja, natürlich das zentrale Element, was dann eben hoch zum Schlafbereich führt, ist die Treppe. Das heißt, wir haben natürlich hier eine haushaltsähnliche Treppe auch hier, die den nach oben führt und das Besondere, wir haben natürlich den Stauraum oder die Treppe als Element genutzt, um dort auch Stauraum zu integrieren und ein Stück weit natürlich auch die Küche zu integrieren. Wir haben sehr viel Platz dann auch im Küchenbereich. Wir haben auch hier tolle Materialien, das ist eine Phoenix Arbeitsfläche, die hier zum Einsatz kommen aus dem Haushaltsbereich oder auch diese Fliesenoptik, die wir hier eingesetzt haben und natürlich auch unsere Multifunktionsschienen. Das heißt, hier kann man auch ganz individuell noch über unsere Original Parts auch weiter noch individualisieren. Also ganz viele Möglichkeiten. Das heißt, diese ganzen Gewürzregale und so, die sind mit dabei oder die kann man optional noch mit dazu bestellen? Also ein paar Sachen sind dabei, aber man kann es dann individuell auch weiter gestalten. Mhm. Das heißt, solche Sachen hier kann man dann individuell auch noch erweitern. Genau, und wir haben zwei Flammgaskocher. Das Fahrzeug ist generell, aber ansonsten, also das ist die einzige Verwendung für das Gas im Fahrzeug. Wir haben eine Dieselheizung ansonsten, also den Rest läuft dann eben über Batterie bzw. die Heizung über Diesel. Wir haben hier den Kompressorkühlschrank untergebracht. Wir haben auch hier Erweiterungsmöglichkeiten noch eingebaut. Das ist zum Beispiel unser Scotty Grill, den wir dann auch mit anbieten. Und hier haben wir zum Beispiel auch noch eine Arbeitsflächenerweiterung geschaffen, dass man einfach mit einem Handgriff das Ganze hier auch nochmal, wenn gewünscht, nochmal als Art L-Küche erweitern kann. Also hier einfach im Mittel noch ein bisschen mehr Raum geschaffen. Ziemlich durchdacht. Und das ist so das Große und Ganze zur. Und das waren jetzt zwei Jahre, wurde daran entwickelt, oder? Ja, wir haben in 2019, habe ich es ja schon gesagt, die Studie vorgestellt. Mhm. Da haben wir natürlich auch das Modell an sich, den groben Zügen auch schon so, bestand es schon. Und haben dann natürlich bis zur Industrialisierung, waren es insgesamt dann 3 Jahre entwickelt. Das sind natürlich viele Langzeittests, weil auch viele Innovationen hier eingeflossen sind und viele Tests gemacht werden mussten, bis das Ganze eben jetzt hier als Serienmodell vor uns steht. Ja. Das ist zum Beispiel einer der Innovationen, die wir hier haben, ist dann zum Beispiel auch diese Bad,
Einheit, nenne ich es mal. Wir haben eine Badfläche, die relativ wenig Raum in Anspruch nimmt, sage ich mal, im normalen Einsatz. Wir haben Möglichkeit, hier auch das Waschbecken, die Toilette natürlich zu benutzen. Aber auch die Möglichkeit dann, jetzt mal gerade das Ganze in den Raum rein zu erweitern. Ach Quatsch. Und dann haben wir das von der Idee her oder von dem System her wie ein Schwenkbad. Das heißt, wir schwenken hier die Wand herüber und wir haben hier eine bodenebene, raumhohe Dusche dann, die wir eben nur eine kurze Zeit am Tag benötigt, aber hier natürlich dann viel Platz bietet und dann ja, bei Bedarf auch wieder verschwindet und den Raum dann im Fahrzeug freigibt. Wahnsinn. Okay, dann kann ich es jetzt auch verstehen, dass der Mitarbeiter davon meinte, okay, mit dem Mitarbeiter zusammen hier einmal durchgehen und das alles zeigen lassen. Ja, es ist natürlich, es gibt viel zu erzählen, es gibt viel zu entdecken. Wir haben zum Beispiel auch hier hinter Ihnen haben wir auch noch eine Möglichkeit, ein Stück weit den Raum hier zu nutzen. Und zwar haben wir hier auf dem Beifahrersitz, den wir drehen können, auch ein Mobile Workspace integriert. Das heißt, wir können hier mit einem Handgriff zum Beispiel auch einen kleinen Tisch bauen. Da kann man dann hier auch als YouTuber mal kurz abends seine Videos schneiden zum Beispiel. Eine kleine Lampe noch mit dabei. Genau, also auch alles an Beleuchtung und eine kleine Magnetwand dabei. Also viele kleine Details auch hier. Und natürlich alles nutzbar. Und dann natürlich am Ende auch das Heck des Fahrzeugs. Wir haben hier natürlich auch weiter die Multifunktionsschienen im Einsatz. Wir haben auch Möglichkeiten vom Beamer-System zum Beispiel mit einer Leinwand. Ach, auch das hier. Ist ein Beamer? Das ist ein Beamer, genau. Das heißt, man kann hier die Leinwand auf der anderen Seite noch installieren und dann auch eben das Multimedia-System dann darüber auch steuern. Oder halt auch der Tisch, der sich dann aber flexibel abklappen lässt beziehungsweise dann noch verstauen kann. Das heißt, wir haben hier bei Bedarf auch eine komplette Durchlademöglichkeit, beziehungsweise kann es individuell nochmal von der Sitzgruppe aus steuern. Und natürlich auch ein raumhoher Kleiderschrank dann nochmal, also Ablagemöglichkeiten über dem Fahrerhaus oder auch hier im Kleiderschrank. Genau. Das Fahrzeug hat jetzt nicht irgendwie unten noch Klappen, also eine Heckgarage gibt es in dem Fall jetzt hier nicht, oder? Ja, wir haben kleinere Außenstauräume, das können wir uns gleich auch noch anschauen, aber es ist jetzt keine klassische Heckgarage, wie wir es jetzt bei unseren anderen Reisemobilen kennen. Mhm. Aber können wir uns gerne noch anschauen. Okay. Und Wahnsinn. Ja, das hätten wir, wenn wir hier selber durchgelaufen wären, niemals alles gefunden. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man da einen Experten an der Hand hat. Ja, würde ich sagen, schauen wir noch mal kurz raus. Dann meine Tasche. Freitag, Review Day. Nennen wir es mal so ein bisschen sarkastisch. Twitter-Tag, gehemmte Ausgabe von der Eintrittskarte, dann Kostenliste. Ja, wir haben also vielleicht noch mal ein paar Worte. Das ist natürlich ein Allradfahrzeug. Wir haben aber auch beim Thema Autarkie hier das komplette Paket schon serienmäßig dabei. Das heißt, wir haben drei Solarpaneele auf dem Dach. Wir haben ein sehr großes Lithiumpaket mit über 300 Amperestunden auch mit dabei. Wechselrichter, also alle Möglichkeiten hier bei dem Fahrzeug gegeben schon, dass man auch unabhängig unterwegs ist. 4,1 Tonnen war der, richtig? 4,1 Tonnen, genau. Und hier zum Beispiel auch, hier sieht man da noch den Wechselrichter, aber auch hier noch einen Außenstauraum, der eben komplett nutzbar ist, beziehungsweise auch kleinere Stauräume, also für Bordwerkzeug auch oder eine Außendusche dann. Ist also jeder Zentimeter bei dem ja doch kurzen Fahrzeug dann ausgenutzt worden. Und natürlich auch, ja, zum einen die spezielle Lackierung. Ich habe es schon gesagt, es ist kein weißes Fahrzeug. Wir haben den Quellblau Metallic bei der Variante. Gibt es aber in zwei Farben das Fahrzeug, in einem Steingrau
der dann ein bisschen mehr noch offroadiger aussieht. Und hier das Quellblau, ja, ist einfach sehr elegant an der Stelle. Und natürlich auch die Echtglasscheiben, die hier in der Form auch gebogen sind, geben natürlich auch so diesen tollen Look am Ende dann. Wir sind noch gar nicht nach oben gegangen. Genau, das stimmt, wir sind noch nicht nach oben gegangen. Das Wichtigste haben wir noch gar nicht gezeigt. Das ist einfach, aber am besten selber einfach mal schauen, ja, einfach mal hochgehen und mal abtesten. Also der Schlafkomfort ist gegeben, mhm, und der Ausblick über die komplette Messehalle ist dann inklusive. Sehr gut, ja, das müssen wir uns noch mal einmal anschauen. Ich habe auf jeden Fall zu danken. Vielen, vielen lieben Dank für die kurze Vorstellung. Und wir hoffen, wir konnten euch ganz viel Infos zu diesem Fahrzeug geben. Ist auf jeden Fall ein sehr schickes Fahrzeug. Wenn ihr die Möglichkeit habt, hier auf der Messe das Fahrzeug mal anzuschauen oder vielleicht auch beim Händler, dann macht das mal. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall noch eine sehr erfolgreiche Messe. Dankeschön. Und vielen, vielen lieben Dank. Danke.